Wenn der Herbst Fußgänger melancholisch und Socken gelegentlich feucht macht, dann lebt der Jagdreiter erst richtig auf. Man bläst zur Hubertusjagd des Hamburger Schleppjagdvereins. Aus den Behältern am Sattel des ersten Reiters tropft Fuchslosung, die Schleppe. Auf diese Spur wird die Meute angesetzt, deren Qualität man nach Sicherheit und Schnelligkeit auf der Schleppe beurteilt. Die Schnelligkeit lässt sich übrigens regulieren. Hungrige Hunde machen schnelle Jagden, satte langsame. Jagdsprünge sind kleiner als Sprünge im Parcours, aber sie sind fest genagelt und Absprung und Landung häufig uneben. Am schönsten reitet es sich gleich hinter den Hunden oder ganz am Schluss, sodass man das ganze jagende Feld vor sich sieht. Gegen Ende der Saison werden die Jagden länger und schwerer. Sie gehen dann über 10 bis 15 Kilometer mit 20 bis 30 Sprüngen. Vom Reiter verlangen sie ein festes Knie, vom Pferd starke Lungen. Wohnungsnot im Sattel ist oft das erste Anzeichen für ein Nachlassen der Kräfte. Die Jagd hinter der Meute ist ein jahrhundertealtes rustikales Vergnügen. Zwar ist es heute entschärft. Gesetz und Humanität verbieten die Hetzjagd auf lebendes Wild. Geblieben aber sind der zwingende Takt des Galopps und das heisere Geläut der Meute. Und über diese Apotheose reiterlicher Lebensfreude ein Hauch von Herbst. Jede Jagd hat ein Ende. Für manche früher, für die anderen später. Die Hörner blasen das Halali. Die Hunde raufen heute nicht mehr um die Innereien des Wildes, sondern um einen Kuhpansen, das sogenannte Kyrie. Den Dank der Reiter allerdings nehmen sie weniger höflich zur Kenntnis, als diese den Eichenbruch aus der kusswürdigen Hand der Jagdherren.